Julia Simon und Fabian Claude ärgern können, aber natürlich auch Hanna Kiewiger und Benedikt Doll, wenn sie daran anknüpfen. Doll eben ja beim letzten Schießen mit zwei Fehlern. Möglich ist auch für die beiden noch etwas. Sie also jetzt mit 20 Sekunden Rückstand und dann geht's im 5-Sekunden Abstand immer weiter. Und die letzten vier, die starten gemeinsam mit 45 Sekunden Rückstand. Ingrid Lambakan. Jetzt Julia Dzyma für die Ukraine. Dann Polona Klemencic für die Slowenen. Er betreut von Rico Groß, der auch hier in der Halle ist, natürlich als Trainer unten am Schießstand. Lisa Hauser für Österreich. 35 Sekunden, 40 Sekunden zurück, dann 45. Die letzten vier, Janina Hettich-Walz, Amy Baserger für die Schweiz, Lotte Lee für Belgien und Marketa Davidova für die Tschechien. Die wurden eben sogar noch überrundet auf der letzten Runde. Michael Kritschmar von Fabian Klut. Ja, dass ich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so beeilt auf der letzten Runde, weil er eben wusste, maximal 45 Sekunden werden wir Rückstand haben. Die müssen natürlich auf Angriff gehen, die vier hier, weiter nach vorne kommen. Und Janina, die hat mich im ersten Durchgang noch nicht so ganz überzeugt läuferisch. Sah noch nicht ganz so dynamisch aus wie bei den anderen, wie zum Beispiel bei Julia Simon, die einen ganz anderen, ja, ganz anderen Habitus an den Tag legte. Ja, und wo wir den Schnee hier sehen, es gab natürlich auch Kritik an der Veranstaltung. 100 LKW-Ladungen wurden geholt aus der Skihalle Neuss. Ist das zeitgemäß? Wie verhält es sich damit? Man muss sagen, die Veranstalter tun wirklich sehr viel. Die Energie dort in der Skihalle Neuss, die wird mit Photovoltaikanlagen produziert. Es gibt Ökoprojekte, die von Schalke unterstützt werden als Kompensation. Also es ist immer ein Spagat, große Ereignisse durchzuführen, auch Konzerte, auch Fußballspiele verursachen hohe CO2-Verbrauche. Und so ist es auch bei so einer Sportveranstaltung, die natürlich dann doch nochmal besonders im Fokus steht wegen der Verwendung von Kunstschnee. Aber ich würde sagen, die Bemühungen der Veranstalter, das so nachhaltig wie es geht zu gestalten, sind durchaus anerkennenswert und bemerkbar. Die Frage ist auch, wozu nutzt man den Schnee? Wenn hier noch ein paar Schulklassen hinterher rodeln können oder so, dann ist er ja auch noch mal weiter verwendet. Das weiß ich nicht genau, was dann damit passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwie wird der noch genutzt. Vor ein paar Jahren wurde er ja tatsächlich mal nach Oberhof weiter transportiert, als da so großer Schneemangel war für den Weltcup. Das ist dieses Jahr zum Glück nicht mehr nötig, weil es da zwei große Schneedepots gibt. Da gäbe es wahrscheinlich noch mehr Kritik, weil das natürlich eine etwas größere Distanz ist als von Neuss hierher. Da sieht man wieder ein bisschen den Unterschied, was ich vorhin angesprochen habe. Vorher angeflügt oder gleich rum. Das macht Julia Simon einfach gut. Soll ich mal meine Stoppuhr wieder rausholen eigentlich? Bitte darum. Julia Simon. 93% Trefferquote im Liegenanschlag. Jetzt kommt Hanna Kiewiger ins Stadion. Sie hatte 20 Sekunden Rückstand. Das ist ja ungefähr die Schießzeit, die Julia Simon brauchen wird. Also daran kann man sich auch so ein bisschen orientieren. Wenn sie ungefähr so ankommt, wie Julia Simon fürs Schießen braucht, dann hat sie keine Zeit verloren, sondern vielleicht sogar gewonnen. Gutes Trefferbild, aber Linkstendenz. Ja, es waren auch wieder 22 Sekunden. Ne? Also waren wieder 22 Sekunden. Genau als sie fertig war, kam Hanna Kiewiger. Das heißt, auf der Strecke hat sie nichts verloren. Matandre Volt, die ist auch schon da. Und wie gesagt, die hat noch keinen einzigen Fehler geschossen heute. Hanna Kiewiger aber auch erst einen. Hat sie nochmal abgesetzt. Jetzt beginnt Matandre Volt. Und Kiewiger mit einer schnellen Serie und Tandrevold geht in die Runde. Erster Fehler jetzt von Ingrid Landmark-Tandrevold. Vielleicht auch wegen der Drucksituation, dass sie eben dort jetzt nebeneinander lagen, Frau gegen Frau. Klemencic und Dzyma ohne Fehler. Janina Hettich-Walz auch ohne Fehler. Davidova mit zwei Fehlern. Amy Baserga mit zwei Fehlern. Lotte Lee, jetzt kommt sie mal fehlerlos durch. Zum zweiten Mal. Baserga, zwei Fehler für die junge Schweizerin. Da 20 Jahre alt, Amy Baserga. Und der Abstand ist schon wieder groß geworden. 3,14 Sekunden zwischen dann jetzt Benedikt Doll und seinen Verfolgern Jakob Fack und Dimitri Pridružny. Dahinter dann Stölerholm Lagreit, Felix Leitner, Roman Rees und Florent Claude für Belgien.
Ein bisschen spät reingegangen in die Zeitlupe. Du wolltest auch gerade schon gucken, ja, auf die Atmung. Ne? Kennst mich schon ein bisschen, ne? Wie ich gucke. Ich habe gemerkt, wie du ein bisschen näher an den Bildschirm gegangen bist. Jean-Paul Jacquino, der Schießtrainer der Franzosen. Ich glaube, da war der Verschluss nicht ganz zu, da hat sie nochmal nachrepetiert. Ja, war eher groß, ne? Ja. Guck mal, rechts hoch, links tief. Roman Böttcher ist das. Genau, Trainer der Abstützpunkt Schwarzwald. Daheim sind ja drei Schwarzwälder hier, sie ausgerechnet die einzige nicht. Von dort kommende Deutsche heute, Janina Hettich-Walz, Roman Rees und Janina Hettich-Walz. Trainieren der Regel dort. Und Benny Doll. Zieht's durch mit seinem Schneeflug. Auf Sicherheit. Aber die gehen jetzt alle da bisschen defensiver rein und natürlich wird die Kurve nicht besser mit der Zeit. Du warst ja in unten. Ich dachte, du sprichst mit Benny und sagst ihm mehr, Junge. Ach so, ja, das würde ich mir nie wagen, ihn als Bahnadel, könntest du doch mal ein bisschen mehr auf Zug gehen. Dann sieht man noch mal, dass die auch alle drei schon im Schneeflug runterbremsen, bevor sie dann anrutschen. Felix Leitner, finde ich, macht das besser. Gut, ein Österreicher, ne? Ja. Fabian Claude. Nullfehler für ihn. Liegend hat er noch keinen Fehler geschossen. Seine drei Fehler, alle im Stehendanschlag. Und das sind diese Momente, von denen Hanna Kebeker eben im Interview gesprochen hat, wo sie die Gänsehaut kriegt, wenn sie eben zuschaut, wie Benny Doll schießt. Und dann das ganze Stadion darauf reagiert. Ich wollte schon sagen, so ein schönes Trefferbild bis dahin. Alle auch eher leicht tief und dann links hoch der Feder. Lagreit jetzt mit fehlerlosem Schießen. Erste Mal für ihn überhaupt heute, dass ihm das gelingt, ohne Fehler den Schießstand zu verlassen. Aber dafür hat jetzt Dandrevold eben daneben geschossen beim ersten Schießen. Franzosen führen mit satten 48 Sekunden Vorsprung. Und jetzt ist es ein Duell um Platz 2 zwischen Hanna Kebinger und Ingrid Landmark-Tandrevold. Ingrid Landmark-Tandrevold, ja, bis vor kurzem im gelben Trikot, hat gerade erst kurz vor Weihnachten das gelbe Trikot an Justine Bresas-Boucher verloren in Lenzerheide, als die Französin dort alle drei Rennen gewinnen konnte. Also da hat Kebinger jetzt tatsächlich mal eine richtige Standortbestimmung. Wenn sie damit laufen kann, sollte ihr das Selbstvertrauen geben. Das waren aber auch schöne Trefferlage. Vor allem die letzten beiden genau in die Zehen. Zustimmendes Nicken von der Teamkollegin. Da sehen wir es, 48 und 49 Sekunden und dann ein bisschen in Lauerstellung, die Slowenen. Österreicher ist dann die Lücke schon mal wieder ein bisschen weiter da. Lisa Hauser ist ja eigentlich eine Spezialistin in der Single-Mix-Staffel, lange mit Simon Eder. Und dann hat sie ja Silber gewonnen bei der Weltmeisterschaft mit David Komatz in der Single-Mix-Staffel in Oberhof. Das war auch eher eine Überraschung. Ja, aber das gab es ja in dieser Disziplin Single-Mix-Staffel immer mal wieder, dass da Nationen auf dem Podest gezeigt haben. Auch Amy Berserger für die Schweiz schon zweimal auf dem Podest im Weltcup. Und Ingrid Landmark-Tandrevold ist dran.
für sie jetzt natürlich eine schöne Situation, da mitlaufen zu können. Beide gut um die Kurve. Während die beiden dort draußen noch die letzten Meter und den steilen Anstieg vor sich haben und den Tunnel, kommt hier in der Halle schon wieder Julia Simon an. Aber Anna Kebinger hält sich dort einfach. Oh, jetzt ein Ausrutscher. Und Ingrid Landmark-Tannenwald kommt auch nicht vorbei. Ja, da konnte sie jetzt nicht von profitieren dadurch. Ne? Aber ganz gut aufgefangen. Also wenn es ganz doof läuft, rutscht du da diesen steilen Berg auch nochmal auf den Poppes runter. Du stehst dann da unten. Ja, schön verknotet. Ey, da hat sie aber viel Glück gehabt bei dem. Ja, aber das hat sie sich wirklich erarbeitet. Wahnsinn. Wahnsinn. Julia Simon. Ja, die Stimmung bei den Franzosen entsprechend gut. Ja. Jetzt zeigt er hier, glaube ich, mal. Guck mal, der ist noch gefallen, ja. So, hier nochmal die Zeitlupe. Wupp. Ja, ein bisschen viel Vorlage gehabt vielleicht. Hoppla. Rücken an Rücken und dahinter Klemenčič. Tandrevold wartet und sie macht den letzten. Parallel haben sie die ersten vier Dinger reingesetzt. Aber dann hat sie den Fehler gespürt von Hanna Kebinger. Kurz gewartet und die Chance beim Schopf gepackt. Jetzt geht Norwegen vorbei an der deutschen Staffel. Hedwig Walz mit einer Strafrunde. Lisa Hauser jetzt fehlerlos. Klemenčič ist nicht genau angezeigt. Ja. Ob es einen Fehler gab oder nicht. Gucken wir mal, ob wir erkennen können, ob sie in die Strafrunde. Ja, sie läuft in die Strafrunde, hat einen Fehler geschossen. Die Scheibe, die das Projektil nicht registriert, möglicherweise. 11 Sekunden hinter Tandrevold und Lagreit. Also Doll jetzt 11 Sekunden hinter Stürlerholm, Lagreit. Ich glaube, die Franzosen, die verlieren wir jetzt mal so ein bisschen aus dem Auge. Der Vorsprung ist schon so gigantisch groß. Es geht um Platz 2. Es geht um Platz 3. Roman Rees 1:32 zurück. Und Lotte Lee mit Problemen. Geht jetzt manuell nach. Da ist hier irgendwo eine Patrone abhandengekommen. Vielleicht eine zweite rausrepetiert. Nochmal manuell nachladen. Na, vielleicht hat es denn Frank Luck gemacht und nur 3 im Magazin gehabt. Das ist die Slow-Mo oder die Wiederholung des Schießens von Hanna Kebinger. Wirklich parallel mit Ingrid Landmark-Tandrevold. Knapp rechts auf dem Rand. Und das ist der bei Julia Simon dann im Feld. Bei Hanna Kebinger zumindest gerade nicht. Jetzt ist die Frage, der Blick von Benny Doll. Geht der nach vorne Richtung Stöhlerholm-Lagreit oder muss er nach hinten gucken? Auf Felix Leitner, Fabian Claude. 2 Fehler jetzt. Also stehend hat er seine Probleme. Das letzte Schießen ist ja auch nochmal ein Stehendschießen. Vorsprung ist natürlich riesengroß der Franzosen. Aber er setzt damit natürlich auch Simon ein bisschen unter Druck.
Aber er schießt ja nach dem Motto, lieber schnelle Fehler als langsame Fehler. Und verliert damit natürlich trotzdem nicht so viel Zeit. Und die anderen müssen auch erstmal treffen. Und die sind noch nicht mal in der Nähe des Schießstandes. Benny Doll kommt jetzt so langsam Richtung Schießstand. Stüller im Lagerreit natürlich. Dann Benny Doll, dann Felix Leitner. Während die Franzosen schon wechseln, fängt Stöhlerholm Lagreit gleich an zu schießen. Dahinter Benny Doll. Und dann schon Felix Leitner. Lagreit jetzt mit einer Lagreit-Serie. Der erste Teil des Wettkampfs heute war eigentlich nicht so richtig wiederzuerkennen mit den vielen Fehlern. Aber Benny Doll! Fehler von ihm. Ein zweiter Fehler. Wird der Abstand größer. Und am Ende sind doch die beiden Teams vorne, die wir so ein bisschen auch als die beiden Favoritenteams ausgemacht haben. Frankreich und Norwegen. Slowenien. Jakob Fack geht erstmal vorbei. An Benny Doll. Gidruzhny muss zweimal in die Runde. Schmar muss zweimal in die Runde. Alter, super Schütze, schießt jetzt mal 0. In dem stehenden Anschlag 4 Fehler insgesamt bei den beiden Einlagen. Ja, Slowenien, Österreich, jetzt also vor dem ersten deutschen Team und die beiden Deutschen laufen jetzt also gemeinsam. Janina Hettich-Walz und Hanna Kebinger auf den Plätzen 5 und 6 mit 7 Sekunden Rückstand hinter Felix Leitner, mit 12 Sekunden Rückstand auf Jakob Fack. Also, jetzt sieht so langsam danach aus, als ob es um Platz 3 geht für die Deutschen, um die Rettung des Podestplatzes. Jetzt Franzosen enteilt und auch Lagreit und Tandrevold wirken stabil. Tja, siehst du es an der bisschen zerknirscht. Aber noch ist erst Halbzeit. Es sind erst 4 von 8 Schießen geschossen. Also hier kann noch was passieren in jede Richtung. Und diese Strecke, die fordert schon die vielen Kurven. Die kurzen Anstiege, dann wird man schon ein bisschen wackeliger hinten raus beim Stehenschießen. Da können noch einige Fehler passieren. Ja, das ist das erste Pärchen. Slowenien, Österreich und dahinter die beiden Deutschen gemeinsam. Hettich-Walz hatte ja vorgenommen, bis zur Weihnachten die WM-Norm zu erreichen. Und dann Lenzer Heide, Platz 12, Platz 8. Verfolgung, zack, WM-Norm erreicht. Ja, es feiert sich entspannter mit WM-Norm. Das hätte ein bisschen mehr sein dürfen im Dezember, gemessen an den eigenen Erwartungen, aber grundsätzlich ist sie zufrieden mit dem Verlauf der Saison bis hierher. Hat sich ja erst in Schuhschön 2 Wochen vor dem ersten Weltcup-Wochenende qualifiziert bei einem dort ausgetragenen Ausscheidungsrennen. Hat sich ganz souverän durchgesetzt. So, ja, Simon. Ja, wieder ein bisschen Tieftendenz, vorhin schon. Da könnte man jetzt schon ein bisschen reagieren. Vielleicht 3 Rasten bei tief und 2 bei links. Es ist jetzt eben ihr letztes Liegenschießen gewesen. Stimmt, ja. Aber ansonsten ist es natürlich eine Erkenntnis, die stimmt. Warum bringt das Rasten beim Stehenantrag nichts an? Ja, weil es darauf meistens nicht ankommt. Aber wenn man natürlich diesen knappen Treffer vorhin berücksichtigt, dann machen die paar Rasten vielleicht dann doch was aus. Aber normalerweise dreht man vom Stehenschießen nicht. Da hast du völlig recht. Ingrid Landmark-Tandrevold.
Ja, schießt ruhiger, schießt langsamer, sichert erstmal nach hinten ab. Weil sie weiß, nach vorne, da sind sie eh auf Fehler angewiesen der schnellen und starken Franzosen. Hauser beginnt mit Fehler. Hedwig Walz aber auch. Zwei Fehler Hauser. Klemenčič zieht durch. Vier Treffer. Fünf Treffer. Die Slowenin ist vorn. Kann Hanna Kiebiger dranbleiben? Jawohl, sie kann dranbleiben. Hauser verliert den Anschluss. Hedwig Walz muss einmal in die Runde. So, jetzt also 57 Sekunden der Abstand von Tandrevold und Lagreit auf die Spitze. Und dann kommt Jakob Fack mit einem knappen Vorsprung nur noch vor Benedikt Doll. Es sind nur 3 Sekunden. Und ich gehe mal davon aus, dass Benny Doll bis zum Schießen diese 3 Sekunden rauslaufen kann. Da haben wir noch mal die Serie von Ingrid Landmark-Tandrevold, die sich ja freigeschwommen hat, wirklich aus dem Schatten von Marthe Olsby-Reuseland und Kirill Eckhoff. Hat auch in einem Interview mal gesagt, es war nicht immer leicht für sie, dass sie mit den beiden verglichen wurde, den beiden großen Norwegerinnen der letzten Jahre. Und immer von ihr erwartet wurde, sie muss das auch liefern, sie muss das auch. Jetzt sind die beiden in der Biathlon-Rente und sie ist die Nummer 2 der Welt und war mehrere Rennen die Beste der Welt und lief im gelben Trikot. Wirkt auch insgesamt, finde ich, sehr gelöst, sehr befreit. Ja, insgesamt aufgeräumt, die Gute. Hat nach außen immer so gewirkt, hat aber eben jetzt auch ein bisschen erzählt, in ihr drin sah es nicht immer ganz so aufgeräumt aus. Ja, sie ist auch jemand, der, glaube ich, viel grügelt und nachdenkt. Vielleicht mit ihr, ich mich mit ihr öfter mal drüber unterhalten. Auf der Strecke hat sie das eigentlich relativ direkt gesagt, also sie trägt ihr Herz da auch auf der Zunge. Ja. Da ist Jakob Fack. Und dann schauen wir mal, wie nah ist Benny Doll dran. Jetzt hier nochmal an diesem langen Anstieg. Der Ruhrpott-Gletscher wird der Berg genannt. So, und er, das ist eine Zeitlupe, Fabian Kloth. Er steht schon wieder auf Bahn 1, beziehungsweise legt sich auf Bahn 1. Liegend hat er bis jetzt alles getroffen. Sowohl im Massenstart vorhin als auch jetzt in diesem Verfolgungsrennen. Schießt auch mit Ohrpacks oder Ohrstöpseln. Ja, anerkennendes Nicken, das bleibt so. Und jetzt sind es noch 2 Schießen, die beiden von der Titelverteidigung trennen. Beide müssen noch einmal im Stehendanschlag ran. Julia Simon und dann Fabien Kloth. Das Stehenschießen von Fabien Kloth ist vielleicht die einzige kleine Schwäche, die sie sich heute erlaubt hat bis hierhin. Aber ihr Vorsprung ist groß, ist 1 Minute groß. Lagreit hat sich gefangen nach seinen 5 Fehlern im Massenstart vorhin. Jetzt noch ohne Fehler im Verfolgungsrennen. Wie ausgewechselt der Mann. Wie geht sowas, Arndt? Warum schießt der vorhin bei jedem Schießen daneben und jetzt überhaupt nicht mehr? Ja, wird sich nochmal zusammengerissen haben in der Pause und sich gesammelt haben. Aber ein Fehler ist ja auch nicht wahnsinnig viel. Hat immer viel getroffen. Aber jetzt scheint er konzentrierter zu sein. Benny Doll wieder mit einem Fehler. Das ist eigentlich seine große Stärke, den ersten Schuss liegend so schnell setzen zu können. Zum Vergleich, Jakob Fack ist immer noch nicht fertig. War ja vorher da. Jetzt ist Fack fertig. Jetzt ist auch Rees fertig. Das riecht nach einer Dreiergruppe. Denn Benny Doll ist ein bisschen früher rausgegangen. Also Rees und Doll laufen jetzt gemeinsam zum Wechsel mit einem knappen Abstand hinter Jakob Fack. Also Klemenčič gleich mit den deutschen Frauen, mit Janina Hedwig-Walz und Hanna Kiebiger zusammen unterwegs. Und direkt dahinter Florent Kloth. Ja, und die kämpfen jetzt alle um den 3. Platz. Und Platz 1 und 2 sind schon weit weg jetzt. Die Belgier, die haben sich gefangen. Vorhin auf der 9, jetzt sind sie dran.
gehören auch dazu. Zu dieser Gruppe, die noch um Platz 3 kämpft. Zweimal wird noch geschossen im stehenden Anschlag. Einmal von den Frauen, einmal von den Männern. Und dann gibt es noch eine knackige Schlussrunde. Wir haben es ja vorhin gesehen, auf der Schlussrunde kann man so ein Ding noch ziehen. Florian Graf gegen Deri Semlia. Um Platz 1 oder 2 wird es das wahrscheinlich nicht geben, aber vielleicht um Platz 3. Ja, da sind die Abstände knapp, das sehen Sie hier nochmal. Weiß auf braun. Ist das braun? Ich hätte gesagt dunkelgrau. Ja, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen kann ich das immer nicht so gut erkennen. Ich wusste schon, als ich die Farbe versucht habe, da unten ist sie nochmal. Was ist das für eine Farbe? Ach so, ja, doch, Oliv ist gut. Oliv? Ja, doch. So, das ist mal dieser Blick, dieser Tunnel von hinten. Und dann geht es eben nochmal rein in den Kessel. Zum letzten Mal dieser Moment jetzt für Julia Simon. Tu das genießen, würde Teddy Teklaban sagen. Das Trefferbild von Benny Doll, Arndt, hast du es noch gesehen kurz? Achso, da habe ich gerade verpasst. Ja, und Benny Doll hadert auch so ein bisschen. Boah, wieder so ein Glück. Sie zaubert aber auch die Dinger raus. Jetzt Kopfschütteln allen halben dort. Und Fabien Claude durchatmen. Das Ding mit der Titelverteidigung läuft. 18 Sekunden müssten das gewesen sein. Aber natürlich auch wieder mit Glück, dass der fällt. Das sind vielleicht dann die 3 Meter, die die Scheiben näher dran sind. Bei 50 Metern wäre er vielleicht nicht daneben geflogen. Ne? Das kann gut sein. So, letzter Wechsel für Simon und Claude. Also, Julia Simon hat ihr Werk vollbracht. Null Fehler jetzt in diesem Rennen. Einen Fehler vorhin im ersten Rennen. Also das ist eine fantastische Leistung von ihr gewesen. Ingrid Landmark-Kandrevold. Auch sie hat erst einmal daneben geschossen insgesamt. Letztes Schießen für die Norwegerin. Erster Fehler hier, zweiter Fehler insgesamt. Für Landmark-Kandrevold kommt noch einer dazu. Und jetzt kommen die 4 Verfolger, darunter die beiden Deutschen. Und dazu Klemenčič und die Linksschützin Lotte Lee für Belgien. Und dahinter dann schon Jümer und Davide. Hettich Walz ohne Fehler. Ja. Kebinger muss einmal in die Runde. Lotte Lee für Belgien trifft wie Klemenčič. Klemenčič hat mich jetzt auch überrascht. 74% Trefferquote im Weltcup und räumt jetzt hier bei den letzten beiden Einlagen alles ab. Und sie ist eine gute Läuferin. Ja. So, da sind sie dran. Andrevold. Lagreit hat jetzt nur noch 5 Sekunden Vorsprung. Also, da ist doch noch mal eine kleine Volte passiert in diesem Rennen. Das ist jetzt ein mindestens Quartett. Und vielleicht gibt es ja hier noch einen lachenden 5. im Kampf um Platz 2 mit Benny Doll. Vielleicht ist es sogar noch ein Quintett. Da oben der Fehler von Anna Kebinger. Der Vorsprung von Fabien Claude. Und da sehen Sie es. Die Letzten haben gerade eben gewechselt. Noch nicht mal die Schweizer wechseln in diesem Moment. Und da kommt Fabien Claude in die Halle zurück zum letzten Schießen. Er muss dann noch eine Runde laufen. Aber er hat einen Vorsprung von 1 Minute 35 gehabt am Wechsel.
So, Janina Hettich-Walz und Hanna Kebinger sind, glaube ich, zufrieden. Vor allen Dingen für Hanna Kebinger ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tag gewesen. Er strahlt auch, freut sich wie Bolle auf dem Milchwagen, würde man in Berlin sagen. Und jetzt Fabian Claude. Showtime für Frankreich. Den letzten setzt er daneben. Fabien has left the Schießstand. Er muss noch 1,3 Kilometer laufen für die Titelverteidigung. Das war's. Wir gratulieren den Franzosen. Ein starker Auftritt. Von Anfang bis Ende waren sie in Führung und gewinnen hochverdient die Jubiläumsausgabe der World Team Challenge hier auf Schalke. Auch wenn er noch eine Runde laufen muss. Es ist weit und breit noch niemand in der Halle. Die kann er jetzt schon genießen. Also wenn er nicht am Gletscher da in eine Spalte fällt oder so, dann... Da kriegt er den Glückwunsch schon von Julia Simon. Und jetzt geht es schon ab um die Podestplätze. Stürlerholm-Lagreit hat auf der Strecke ein bisschen was gut gemacht. Kommt hier richtig mit Zug ins Stadion gelaufen. Und dahinter die Dreiergruppe. Ja, das waren nur 5 Sekunden. Da kommt die Dreiergruppe, während Fabian Claude rausläuft. Jetzt steht dort Stürlerholm Lagreit. Ingrid Landmark-Tandrevold bereitet sich schon mal vor. Aufs Abklatschen gleich möglicherweise. Da haben wir Rees. Fuck, Claude. Und dann kommt gleich noch Benny Doll dazu. Lagreit. Über jeden Zweifel erhaben. Stürlerholm Lagreit, den hat es einmal durchgeschüttelt nach dem ersten Rennen und dann liefert er so ab und bringt Norwegen auf 2. Rees schießt 0, genauso wie Fuck. Lagreit ist weg. Florent Claude muss zweimal in die Runde. Benny Doll mindestens einmal. Ein Fehler für Benny Doll. So, Lagreit ist raus. Und der Abstand für die kleine Runde, der ist zu groß. Den werden sie nicht mehr kriegen können. Aber Roman Rees kämpft jetzt gegen Jakob Fack um Platz 3. Wer hätte das gedacht, Roman Rees? Den hat es ja so unglücklich begonnen, ganz am Anfang. Hat er beim ersten Schießen gleich dreimal daneben geschossen. Da waren die schon so ein bisschen im Hintertreffen. Jetzt hat er sich berappelt, Roman Rees. Jakob Fack kann unangenehm sein auf der Schlussrunde. Also der ist ja schon relativ alt, nämlich mein Jahrgang. 36 Jahre alt. 36 Jahre alt. Aber der kann trotzdem ein bisschen spurten. Loch im Lagreit. Der Unglücksrabe von Lenzer Heide, als ihm dieses Missgeschick passiert ist. Ja, Missgeschick ist fast ein bisschen untertrieben. Eigentlich dieser schlimme Fehler, als er mit einem scharfen Schuss beim Trockentraining einen kleinen Hocker angeschossen hat. Zum Glück nur ein Hocker und trotzdem, das war natürlich bitter. Ingrid Landmark-Tandrevold mit Julia Simon klatschen sich dort ab. Die beiden verstehen sich gut, haben auch zusammen trainiert im Sommer mal. Julia Simon hat mit den Norwegerinnen mal trainiert. Und da ist er schon. Da ist er, Fabian Claude. Morgen fährt er nach Oberhof, bereitet sich dann dort vor mit seinem Bruder zusammen auf den Weltcup in der kommenden Woche. Heute feiert er hier. Und Roman Rees hat Jakob Fack immer noch im Nacken. Kommt es hier zu einem kleinen Finish, wie damals zwischen Deri Semlia und Florian Graf. Er hält an, er macht eine Zielsprint, er macht eine Show! Jawohl! Lieben die Zuschauer hier. Gratulation, Fabien Claude. Auf einem Skienstil. Wunderbar. Lagreit ist in der Halle mit Vorsprung. Aber was passiert draußen? Was passiert mit Rees und Fack?
Da kommen sie rein, dort im Hintergrund. Oben sind sie zu sehen, zusammen. Jakob Fack klebt immer noch hinten am Skiende von Roman Rees. Das ist die Stelle, an der damals Graf innen vorbeigegangen ist. Rees macht die Tür zu. Er springt an. Jetzt biegen sie vor den Schießstand ein. Noch einmal um die Strafrunde. Es ist eng. Es wird auf ein Foto, auf ein Finish auf der Zielgeraden hinauslaufen. Stürlerholm Lagreit ist im Ziel. Glückwunsch an Norwegen zu Platz 2. Und Roman Rees verhakt sich mit Jakob Fack. Was war das denn? Jetzt geht Jakob Fack vorbei. Ist Fack ihm hinten auf die Ski getreten? Die Szene müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Unglückliche Situation in der letzten Kurve. Na klar, es ist eng hier. Sie klatschen ab im Ziel. Das sieht erstmal schon mal gut aus. Faire Geste, aber ein wirklich dramatisches, spektakuläres Ende hier in der letzten Kurve. Jetzt schauen wir mal genau drauf. Ah, nein, nein, nein. Er verhakt sich dort erst an diesen kleinen Fichtenzweigen und dann wechselt er ein bisschen die Spur. Und Jakob Fack kann man da wirklich keine Absicht unterstellen. Die Ukraine auf der 5, dann Benny Doll als Sechster im Ziel. Die Belgier auf Platz 7. Und jetzt gibt es nochmal einen Kampf zwischen der Schweiz und den Tschechen um Platz 8. Und Kritschmar auf der letzten Rille ins Ziel. Sebastian Stalder mit dem Dank ans Publikum. Auch das gehört hier dazu. Wunderbar. Und hinten raus fehlen noch die Österreicher. Und dann ist das alles komplett hier. Felix Leitner bedankt sich auch nochmal beim Publikum für die Unterstützung, für die Stimmung. Also, da haben wir Jakob Fack. Glückwunsch zum 3. Platz. Glückwunsch auch an Rico Groß, den Trainer der Slowenen natürlich. Roman Rees links am Diskutieren. Julia Simon, die haben es hochverdient hier nach Hause gebracht. Die Franzosen, Stürlerholm Lagreit, die freuen sich über Platz 2.